Ja, ich möchte etwas Kurioses erzählen, was eigentlich gar nicht kurios ist, aber bestimmt für den einen oder anderen verwunderlich ist. Ich stehe hier mitten im Nordseewasser am Bordesholmer See, wohlgemerkt. Was ist passiert? Jetzt hier Mitte Dezember haben wir noch eine relativ warme Nordsee. Ich vermute mal 5, 6, 7 Grad Wassertemperatur. Gleichzeitig hatten wir jetzt eine sehr kalte Zeit gehabt, ja, nächtliche Tiefstemperaturen von minus 10 Grad. Das ist durchaus richtig kalt hier für das Land zwischen den Meeren. Wir hatten einen Kaltlufttropfen gehabt, der hier über Mitteleuropa bzw. Norddeutschland festhing. Und die warme Luft von der Nordsee kommend, gesättigt mit dem Wasser, mit der Feuchtigkeit von der Nordsee, ist Richtung Osten verschoben worden, ist dabei aufgetrieben, weil sie ja sich über die Kaltluft rüberschieben muss, nach oben ausweichen muss. Und dann haben sich die Wolken gebildet und es fing an zu schneien. Das nächste Kuriosum ist, dass wir hier zwischen Bordesholm und Kiel einen sanften Hügel haben. Das ist ein Hügel, über den Süddeutsche nur lachen können. Das, ja, vielleicht 50 Meter oder sowas. Aber das reicht schon als gewissermaßen als Widerlager, wo jetzt eben die Wolken dran abschneien. Ja? Und wir haben jetzt schon seit 12 Stunden eine rotierende Wolke hier drüber hängen, über den Raum zwischen Kiel und Neumünster, also wo Bordesholm mittendrin ist, wo es jetzt schneit die ganze Zeit und es ist Nordseewasser. Und das, was mich an solchen Dingen fasziniert, ist, wie eben Dinge, die scheinbar erstmal keinen Zusammenhang miteinander haben oder woran man gar nicht denkt. Ja, also das warme Wasser von der Nordsee, die kalte Luft von Osten, dann im Zusammenhang mit der Geografie der Region führt dann eben zu solchen spannenden meteorologischen Phänomenen. Und das ist das, woran ich auch immer vielfach denke bei Pathologien auch. Ja? Also wie kleinste Dinge, an die wir vielleicht auch gar nicht denken, plötzlich doch gravierende Auswirkungen im Bereich der Gesundheit haben können. Und insofern ist das für mich ein ganz praktisches Beispiel für das Lesen, Lernen im Buche der Natur, von dem die alten Ärzte gesprochen haben.